Er sammelt alles ein. Erhalten Schild, Vögel, kleiner Trank, kleiner Mana-Trank. Boah, das ist gar nicht wenig, ne? Oh, das nehme ich mit. Wenn es noch einmal zu einem Duell gegen den grimmigen Totoren kommt, will ich besser vorbereitet sein. Jawohl. Müssen wir wahrscheinlich, weil ich denke mal, Herr Seegras, der ja eben da irgendwie in der Luft schwebte, als Hologramm oder was war das? Ja, der wirkte doch so, als wäre er der Böse. Dass er keine Glatze, einen weiten, schwarzen, flatternden Mantel und keine Nase, sondern stattdessen Schlangen, Nasenlöcher hat. Das war auch noch alles. Wie heißt das nochmal? Nüstern heißt es doch, ne? Gehen wir mal wieder. Tralalalala. Gut, dass es nicht lange dauert. Da geht's hinaus. Hinaus! Dann gehen wir jetzt zur Waldraut, zu der blöden Kuh. Und hauen der aufs Maul, weil die uns ja nicht mehr an die Wand sehen kann, ne? Ich meine, wo sind wir denn hier? Bei DSDS oder Flopstars? Nee, sind wir nicht. Weil es alles scheiße ist. Der Typ hinkt auch, als hätte er ein Gummibein. Da war scheinbar schon Gilderoy Lockhart dran und hat die Knochen entfernt. Ah, du hast dich der Zauberergilde als würdig erwiesen, tapferer Tim. Was? Ich bin verwirrt. Wie jetzt? Ich habe mich gerade der Zauberergilde für was? Herzlichen Glückwunsch, Tim. Du bist jetzt ein Novize und damit ein viel besserer Zauberer geworden. Danke, Specky. Ich fühle mich wirklich stärker. Das ist deine neue Kleidung. Sie verleiht dir neue Kräfte, die du als Novize brauchst. Na gut, aber wo ist jetzt Laura? Es gibt immer noch keine Spur von ihr. Das stimmt so nicht ganz, Tim. Was? Hast du sie gesehen, Balthasar? Nein, gesehen nicht. Moment mal, das hatten wir doch alles schon, oder? Topf, 300 Jahre, Vanillepudding... Wollt mich wohl verkacken, wieso kommt denn das alles jetzt nochmal? Ich bin doch schon längst Novize. Hallo? Was? Was? Inventar. Schwellzungenring. Ja, der hilft gegen Waldraut. Alter, wieso habt ihr mich denn jetzt nochmal zum Novizen ernannt? Seid ihr ein bisschen doof oder so? Ich war doch schon die ganze Zeit Novize. Ein bisschen Panne, die Typen, ne? Gut, wo ist denn die nochmal jetzt, die Waldraut? Es war wohl irgendwie ein Fehler im System. Wo ist denn nochmal die Waldraut? Ist da die Waldraut? Dick wie ein Wal, versteht er? Verstehst du? Hast du? Kriegst du? Checkst du? Hey, da liegt noch was. Aber ich war hier doch schon. Wollt ihr mich denn... Ring der Reflexion, den hab ich doch schon. Längst. Oder? Sind meine Zauber jetzt alle weg? Vögel. Ach so, das ist ein Zauber. Ne, meine Zauber sind noch alle da. Das ist doch äußerst verwirrend. Wieso zur Hölle? Vorne ist noch ein Ring. Ring des grünen Todes. Oh mein Gott. Was ist das denn? Will uns da etwa einer umbringen? Ach. Ich weiß es nicht. Was? Da war noch was. Liegt da noch was? Irgendwo? Nee. Wo finde ich jetzt die Frau Waltraut? War da die... Oder kann ich mich dahin teleportieren? Teleporter. Gesangsraum. Ja, dann nehme ich den. Brauche ich nicht die blöde Tür suchen. Schwarzblende in den nächsten Raum. Oh, jetzt kräht die alte Pute hier wieder rum. Mädchen, halt die Fresse. Oh, alter Schwede. Ich denn hier? Ring des Mana-Diebes. Immer noch oder schon wieder? Komisch, dass ich Sachen mehrfach finde hier. Was für ein Zauber war das denn jetzt? Oder habe ich den schon? Mäh? 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 Die gute Frau sollte jetzt mal einen Sabbel halten, finde ich. Wer bist du?
denn? Ach so, das hatten wir alle schon. Ja, wer bin ich? Wer bist du? Wer ist das? Wer ist das? Warum liegt hier überall Stroh? Und warum hast du eigentlich einen Helm auf? Hallo, ich wollte doch gegen dich kämpfen, Mädchen. Wir hatten doch schon mal das Vergnügen. Du schon wieder. Bla, bli, blub. Was denn? Ja, Tür. Und redest du? Schlaf gemacht. Gute Idee. Verschwinde, Bursche. Hallo, ich will da rein. Ich will die gute Frau platt machen. Will ich die. Bursche, was treibst du da? Sorry. Hallo, ich will gegen dich kämpfen. Was willst du, Bursche? Verschwinde. Unbedingt ein Glas. Idee, um die Tür zu öffnen. Fängst auf, mich Bursche zu nennen. Willst du frech werden? Legst du es auf ein Duell an? Also gut. Ach, jetzt duelliert sie sich mit uns. Um Verzeihung bitten, mache ich mal gerade. Ja, sorry. Ich wollte nämlich eine gute Schussposition haben, bevor ich gegen sie kämpfe. Ich hänge hier schon wieder halb in der Decke drin. In der Wand drin, meine ich. Mal näher ran. So, jetzt können wir uns duellen. Was willst du, Bursche? Bursche, willst du frech werden? Ja, ich will frech werden. Ich hau dir jetzt aufs Maul, Mädchen. Was macht das denn? Vögel. Erstmal Vögel, dann Hammer. Was brauchen wir noch? Das brauchen wir. Und was ist das da nochmal? Da, Schwellzungenring. Schwellzungenring. Hört sich an wie so ein Prostituiertenkartell. Und dann starte ich mal das Duell. Voll in die Fresse. Wuff, wuff, haff, wufft. Waff, haff, wufft? Ich verstehe nicht. Wie wäre es, wenn Sie deutlicher sprechen? Du kleine Wuffelf! Wie gesagt, ich brauche dringend Ihre gute Idee. Dürfte ich Sie mir nun aus Ihrem Zimmer holen? Wenn nicht, dann sagen Sie jetzt bitte klar und deutlich nein. Wuff, wuff! Ja? Wuff! Okay, danke. Ha, es ist aber auch ein Drecksbalg. Wie mies dieses Kind einfach ist. Oh Gott. Was ist das denn? Was? Hä? Sag ich das oder sagt das andere Ding das? Was bist du denn für ein Ding? Ach so, das andere Ding sagt das. Was bist du denn für ein Ding? Das wollte ich dich auch gerade fragen. Was ich bin? Das sieht man doch. Ich bin eine schlechte Angewohnheit. Eine schlechte Angewohnheit. Klar, kennst du keine schlechten Angewohnheiten? Doch, ich habe selbst ein paar. Ein paar gleich? Und was willst du hier? Ich suche eine gute Idee. Waltraud soll mal eine gehabt haben. Ach, jetzt redet das Ding da oben. Hä? Das bin ich! Ich bin die gute Idee! Und du nervst gewaltig, verfluchte Idee. Man soll nicht fluchen. Ist so eine schlechte Angewohnheit von mir. Und warum bist du so gemein zur guten Idee? Gute Ideen kann man doch immer gebrauchen. Das ist es ja gerade. Alle Welt hat gerne gute Ideen, aber schlechte Angewohnheiten will hier jeder nur loswerden. Brauchst du vielleicht eine schlechte Angewohnheit? Ich könnte dir beibringen, wie man an den Fingernägeln kaut. Nein, danke. Ich bräuchte eine gute Idee. War ja klar. Du brauchst mich? Das ist ja wunderbar und großartig und was auch immer. Ich habe es falsch gelesen. Großartig ist es. Großartig. Endlich kann ich hier verschwinden. Waltraud hat mich schon seit Jahren nicht mehr benötigt. Wenn du mich mitnimmst, zeige ich dir, wie man mit zwei Fingern gleichzeitig popelt. Das halte ich für keine gute Idee. Ich auch nicht. Komm, gute Idee. Ich brauche deine Hilfe. Juhu! Und das Ding springt in mein Notizbuch. Ist fast ein Jump'n'Run. Nur mehr Jump als Run. Von der guten Idee. Du musst 6 Aufgaben... Nee, das ist falsch. Bla, öffne die Tür am Ende des Ganges rechts vom Thron. Gute Idee wird dir helfen. Jawohl. Gibt's hier noch irgendwas, was ich klauen darf? Zum Beispiel den kleinen Heiltrank. Meins. Nennt mich Mr. Kleptomane. Den großen Mana-Trank nehme ich auch natürlich gleich mit. Gimme some of this
Es ist... Oh, Kiste. Kiste da. Schnüffel in fremden Sachen herum. Schauen wir uns mal ein paar kleine Heiltränke und übergroße BHs von der Waltraut an, ne? Da reden wir nochmal mit der schlechten Angewohnheit. Oder ich bringe dir bei jeder Gelegenheit laut zu rülpsen. Nein, danke. Kannst du eigentlich mit offenem Mund kauen? Nimm mich mit, ich zeige es dir. Danke, auch das nicht. Ach, lass mich in Ruhe, du willst ja doch nichts Sinnvolles lernen. Tut mir leid. Oder ich bring dir bei jeder Gelegenheit hatten wir schon. Nein, danke. Tschüssi, Kowski, du alles Gerät, Ding, Bums. Schwarzblende in den nächsten Raum. Wo immer noch die Waltraut am Boden liegt und wimmert. Was willst du, Bitch? Du hast mich eben immer umgehauen. Und jetzt haue ich dich halt um. Ersticke an deiner Zunge, Schlampe. Entschuldigung, sowas sagt man nicht, ich weiß. Wo will ich denn hin? Ach so, ich will wo ist die olle Tür? Da ist die Tür. Gehen wir mal zur Tür. Watschel, 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 watschel. Hinkebein, Hinkebein. So. Na, dann zeig mal, was du kannst. Kein Problem. Hui. Endlich, die Tür ist offen. Aha. Ja, die Tür ist offen. Gut, gehen wir mal rein. Ich sollte erst Balthasar sagen, dass ich die Tür geöffnet habe. Aber wer weiß, was die nächste Aufgabe sein mag. Was? Wo ist denn Balthasar? Schrei ich mal durch den Raum. Hallo Balthasar. Hä? Ich schrei mal durch den Saal. Hallo Balthasar. Meister Balthasar? Ich habe die Tür geöffnet. Sehr gut, junger Tim. Damit hast du die erste Aufgabe erfüllt. Und wie geht es weiter? Gehe durch die Tür. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, dass man durch eine Tür durchgehen kann. Oh mein Gott. Ja. Alles, was du auf der anderen Seite findest, darfst du behalten. Yeah. Und dann? Deine nächste Aufgabe besteht darin, den nächsten Raum zu erreichen. Komme zu mir zurück, sobald du es geschafft hast, ihn zu betreten. Das ist die zweite Aufgabe. Okay, reingehen, Sachen einsammeln, nächsten Raum. Hört sich einfach an, ist es wahrscheinlich nicht. Schwarzblende zum nächsten Raum. Ja. Hier ist doch gar nichts, was ich haben könnte. Oh oh, ein sehr großer Spalt. Ich kann den Boden nicht sehen und er ist zu breit zum drüberspringen, aber irgendwie muss ich auf die andere Seite gelangen. Aha. Ich würde ja jetzt eigentlich mal grob sagen, Spalt, wie wär's denn mal mit Fliegen, Kollege? Komm, wollen wir ein bisschen fliegen. Ich komme nicht bloß über den Spalt, ich sollte jemanden um Hilfe bitten. Ja, ich gehe schon zu Specky. Herrgott, ich halt zum Specki und frag ihn mal, wie ich denn über den Spalt komme. Oh mein Gott, ich könnte einfach fliegen. Aber leider habe ich den Superman-Zauberspruch irgendwo gerade verlegt. Wahrscheinlich habe ich ihn in Batmans Betthöhle vergessen. Ich habe es geschafft. Die Tür ist offen. Wunderbar. Damit hast du damit hast du die erste Aufgabe erfüllt. Erzähl es Balthasar. Hab ich doch schon, Herrgott. Hallo Specki. Balthasar hat mir den Tipp gegeben, einen Icarus-Trank zu brauen. Hat er doch gar nicht. Der lässt mir Flügel wachsen und ich kann den Spalt überqueren. Das hört sich gut an. Aber leider habe ich keine Ahnung, wie ich den Trank brauen soll. Das weiß ich leider auch nicht. Du brauchst das Rezept, das ist klar. Und dann einen Ort, an dem du den Trank brauen kannst. Stimmt. Nehmen wir doch die Mädchentoilette im wasvielten Flur. Da kann man doch immer gut was brauen. Dann rufen die Ghostbusters, um noch das blöende, maulende Geistvieh loszuwerden. Und dann haben wir unsere Ruhe, ne? Das Rezept könntest du in der Bibliothek finden. Dort gibt es eine Menge Zaubersprüche und so ein Zeug. Da könntest du vielleicht auch das Rezept für einen Icarus-Trank finden. Und wo könnte ich den Trank brauen? Nun, dafür kommt eigentlich nur die Küche in Frage. Geh einfach die Treppe hinunter und sieh dich dort ein wenig um. Du wirst sie schon finden. Okay, ich rede trotzdem mal mit Balthasar. Meister Balthasar,
Wegen des Raums, den ich durchqueren muss. Was ist damit, Tim? Da gibt es einen riesigen Spalt. Und? Ich weiß nicht genau, wie ich da drüber kommen soll. Wenn es ganz offensichtlich wäre, wäre es ja auch keine richtige Aufgabe, nicht wahr? Stimmt schon, ja. Wenn ich irgendwie schweben oder fliegen könnte, dann könnte ich hinüberkommen. Das hört sich doch wie ein guter Plan an. Meinst du? Nur, wie kann ich fliegen? Och, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du könntest es zum Beispiel mit einem Icarus-Trank probieren. Ein Icarus-Trank? Ein magischer Trank, der dir Flügel wachsen lässt. Schwierig herzustellen, aber vermutlich einfacher und schmerzloser, als tatsächlich fliegen zu lernen. Wie kann ich einen Icarus-Trank herstellen? Aber, Tim, ich hab dir nun wirklich schon genug geholfen. Ein klein wenig musst du doch selbst herausfinden. Viel Glück! Will heißen, hau ab, du Bike, ich will weiter pennen, ne? Was haben wir denn? Waren wir schon in der Bibliothek? Zauberladen? Bibliothek. Gucken wir erstmal nach einem Rezept. Okay, gehen wir mal. Schwarzblende in die Bibliothek.